1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Das ist Herz, Seele, Ball für Samstag. Und ihr zählt bitte die Leute, die hier an der Tür vorbeigehen. Und die richtige Antwort gewinnt. Also die Leute, die hier vorbeigehen, in der Zeit, in der dieser kleine Podcast läuft, kann man natürlich nur mitspielen, wenn man sich für die Videoversion von Herz, Seele, Ball entscheidet auf MUX.tv, Facebook, YouTube, Instagram. Weiß nicht, was der Tobi da hochstellt, aber auf Instagram sind wir auch. Ja, ich bin unterwegs nach Freiburg. Das ist morgen oder heute am Samstag, ganz wie ihr wollt. Jetzt ist ja noch Freitag, das Spiel gegen Augsburg. Freue mich drauf. Und was macht man, wenn man am Freitagabend losfährt? Man macht es erstens deshalb, damit man am Samstag nicht um 5 Uhr aufstehen muss, weil so früh müsste man aufstehen, um noch die entsprechenden Züge zu bekommen, die einen nach Freiburg bringen. Sieht früh aus. Und ja, das Gute daran ist, man kann im Zug viel lesen. Ihr zählt ja noch mit da, ne? Man kann im Zug gut lesen. Und ich bin noch einer der wenigen, der die Papierausgabe vom Kicker liest. Die meisten Kollegen sagen immer, was machst du da online, alles viel einfacher. Nee, ich bin so ein alter Papiermensch im wahrsten Sinne des Wortes. Und viel Ärger in München ist der Aufmacher diesmal. Gnabry nicht in den Edelklamotten, sondern im Bayern-Trikot. Und wenn sie jetzt gegen Frankfurt am Sonntag nicht gewinnen, dann gibt's auch mal bei den Bayern Probleme. Aber ich glaube, die gewinnen gegen Frankfurt. Bin ich mir relativ sicher. Gerade haben die Handballer gespielt. Ich mache den kleinen Abstecher gegen Ägypten. Haben gewonnen nach Verlängerung. Und das heißt, sie spielen um Platz 5. Respekt und schön für die deutsche Handball-Nationalmannschaft. So, Borussia Dortmund hat ja knapp 2-1 gewonnen, kurz vor Schluss. Das war wichtig für die in Mainz. Und wer ist da im Moment der entscheidende Mann? Genau, Giuseppe Reyna, er ist im Moment der Dortmunder Held, auch im Kicker. Für mich mit das spannendste Spiel an diesem Wochenende steigt in Berlin Hertha gegen Union. Wer hätte das gedacht vor ein paar Jahren, dass Hertha ganz unten steht und Union ganz oben, Zweiter im Moment in der Tabelle. Eine unfassbare Entwicklung, ihr zählt ja noch mit da. Ne? Und ich bin da beeindruckt von Urs Fischer und seiner Mannschaft. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Heute startet auch die zweite Liga wieder. Das freut mich, weil ich so ein bisschen Zweitliga-Fan bin. Ja, werdet ihr sagen, als Schalker sollte man auch sich für die zweite Liga interessieren. Das allerletzte Wort ist darüber noch nicht gesprochen. Eine 1%ige Chance auf den Klassenerhalt, ja, gestehe ich dem FC Schalke 04 noch zu. Aber mehr nicht. Ich gebe es zu. 39, glaube ich. Wo ist er überhaupt? Jetzt so ungefähr eine Stunde, bevor der Zug abfährt. Ich fahre immer frühzeitig, weil ich immer Angst habe, dass ich den Zug verpasse. Ich sitze auf dem Bahnhof in Duisburg in einer amerikanischen Kaffeekette, die viel, viel zu teuer ist. Also wenn man sich das überlegt, also 4,19 Euro für einen, das ist ein kleiner, Cappuccino, 8 Mark, bin ja immer noch einer, der in D-Mark umrechnet, 47, 48, das ist eigentlich bescheuert, aber ich muss ja die Zeit irgendwie rumkriegen. Alternative wäre hier schräg gegenüber das Haus der drei Sonnen, besuche ich aber nicht, weil ich garantiert verliere und ich keinen Bock mehr auf Verlieren habe als Schalker, besuche ich auch nicht mehr das Haus der drei Sonnen, Merkur. Pech gehabt, das habe ich schon mal gemacht früher, aber jetzt seit gut einem Jahr überhaupt nicht mehr. Ich bin froh darüber, habe aber gerade einen Lottoschein abgegeben, in der Hoffnung, wenn schon, dann richtig. 6 Euro habe ich dafür investiert. Und wenn ich mal so richtig viel Geld im Lotto gewinne, was würde ich damit machen? Nee, kein Spieler für Schalke kaufen. Obwohl heute Euro-Lotto, glaube ich, 80 Millionen am Freitag im Jackpot. Da könnte man schon mal für Schalke den Unterstützer spielen. Aber ehrlich gesagt, das würde ich nicht machen. Ich würde mir vielleicht, wenn ich mir überhaupt was Luxuriöses gönnen würde, würde ich mir 2, 3 Rennpferde gönnen. Da hätte ich Spaß dran, die selber zu managen und so weiter und so weiter. Aber ich will euch damit nicht langweilen. Also, ich bin unterwegs nach Freiburg. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt kommt ein bisschen Werbung für den Opa und dann melde ich mich nochmal wieder.
Für uns wird's jetzt noch günstiger, dank Opa. Echt? Ja, ich bin jetzt auch mit euch bei der Telekom. Cool, Opa. Dann hast du jetzt auch ein Smartphone? Ha, und was für eins. Das neue T-Phone Pro, das 5G-Premium-Smartphone mit Vierfachkamera. Holt es euch für nur 1 Euro zu den Magenta-Mobilangeboten und spart zusammen richtig. Denn je mehr ihr seid, desto günstiger wird's. Jetzt bei der Telekom. Ich sag's nochmals, diese Werbung ist wie für mich gemacht. Ich komme nochmal wieder, weil nächste Woche fängt das Arbeiten so richtig wieder für mich an. Freue mich aber auch drauf. Am Donnerstag eine Lesung in Düsseldorf in einem netten Lokal. Feinstil heißt das, 20 Uhr. Ich glaube, es gibt noch ein paar Resttickets. Und am Freitag bin ich in Billerbeck im schönen Münsterland. Und da bin ich mit Wolfgang Busbach. Gibt's auch noch ein paar Karten. Also wer da in der Nähe wohnt und vorbeikommen möchte, ich freue mich drüber. Das wollte ich noch gesagt haben. Ist der Werbeblock noch ein bisschen länger geworden. Morgen melde ich mich dann mal wieder aus einem Stadion, versprochen, nämlich aus dem neuen Stadion in Freiburg, direkt neben dem Flughafen, wenn ich denn jemals heute Abend da ankomme und die Züge nicht eine lange Verspätung haben. Das war's. Herz, Seele, Ball. Uli heute wieder etwas abschweifend. Ich gebe es zu. Tschüss. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.